Mahlzeit, wer meint, ich würde jetzt schnurstracks zum Meister Pyrokar marschieren und mir das Augenos abholen, der liegt leider falsch. Denn zunächst will ich Hyglas, die göttliche Kraft der Gestirne, für das ich in der Stadt viele Monate lang mit Suche zugebracht habe, übergeben. Okay, das ist Karas, aber ich gehe jetzt erstmal zu Hyglas. Hey, du. Schau mal. Ich habe das Buch für dich. Sehr gut, gib her. Du darfst dich jetzt entfernen. Ich werde mich zum Studium zurückziehen. Aha, was soll denn dieser herablassende Ton, Mann? Deine Robe gesehen, meine Robe gesehen. Wir sind auf einem Level, Bruder. Augenhöhe. Hey. Ah ja, übrigens, jetzt sag mal, was steht da drin? Schon was rausgefunden? Also, ich bin mir ja nicht sicher, aber die derzeitige Konstellation der Gestirne birgt eine Menge Gefahren. Welche? Nun, das Gefüge zwischen den Welten scheint sehr schwach zu sein. Es bedarf nur einen Bruchteil der sonst erforderlichen Kraft, um ein Loch in dieses Gefüge zu reißen. Dämonen könnten ungehindert durch diese Portale in unsere Welt gelangen. Das ist ja das, was wir gerade schon in dem Buch gelesen haben. Alles klar. So, und was geht so ab bei Karas, hey. Na? Schon was Neues über die Suchenden rausgefunden? Kennst du ja schon. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe der Suchenden? Keine Ahnung, dazu weiß ich noch zu wenig. Frag mich später nochmal danach. Okay. So, zeig mal her. So, das heißt, später wird er eine Waffe haben, die dagegen hilft, beziehungsweise einen Schutz. Firnkreis, kann ich einen Firnkreis schon lernen? Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Angriffe? Ich will mal gucken, ob ich einen Firnkreis schon lernen kann. Ich will den vierten Kreis der Magie lernen. Noch ist es nicht so weit. Okay, so, der Kalom-Sprecher. Ich will den Vier... Was macht das Studium? Es ist mir gelungen, etwas über die Suchenden herauszufinden. Und das wäre? Sie sind ganz offensichtlich dämonischen Ursprungs. Naja, zumindest stehen sie oder standen sie unter dämonischem Einfluss. Pass auf, wenn du ihnen begegnest. Das ist ja mal ganz was Neues. Tut mir leid, aber ich habe noch nicht genug Material, um genauere Aussagen zu treffen. Bitte. Aber wenn es dir gelingen würde, mir etwas von ihnen zu bringen, das ich untersuchen könnte. Eine Locke oder so. Bitte, diese Quest im Auge behalten. Wer denkt, das ist nur Blabla, ich spul vor. Nein, diese Quest wird später noch was Wichtiges offenbaren, was über mehrere Gothic-Teile hinweg übergreifend von Bedeutung ist, okay? Die ist sehr interessant und die... Da werde ich später mehr zu sagen. Welches Material benötigst du? Was weiß ich, irgendwelche Gegenstände, die speziell zu diesem Wesen gehören. Hey! Soll ich dir eine Leiche bringen? Nein, bist du wahnsinnig. Sorry. Die Gefahren eines dämonischen Wesens innerhalb der Klostermauern sind viel zu groß. Es reicht, wenn du die Gegenstände, welche typisch für diese Wesen sind, ausfindig machst. Die Reste der anhaftenden dämonischen Aura sollten genug Anhaltspunkte für eine Untersuchung bieten. Ich sag mal so. Das hätte ich dir vorher sagen können. Umhang, ansonsten haben die keinen Gegenstand. Könnte der Schläfer seine Finger am Spiel haben? Ich habe die Geschichte mit dem Schläfer gehört, aber aus der Ferne kann ich dazu keine Aussagen treffen. Es gibt unzählige Dämonen und jeder von ihnen könnte beteiligt sein. Du hast dieselbe Stimme wie des Schläfers Dinas Kor Kalom. Zufall? Ich werde sehen, was ich tun kann. Es wäre sicher von großem Nutzen. Ich werde derweil meine persönlichen Forschungen vorantreiben. Gut. So, und jetzt habe ich vielleicht schon sowas. Gibt es einen Schutz gegen die mentalen Griffe? Habe ich gerade schon gefragt. Ja, okay. Ich denke mal, dass so ein Almanach der Besessenen. Laut Hagen. Die Suchenden. Karas sucht etwas. Das sind direkten. Ja, ich denke mal, wenn ich nächstes Mal wieder so ein Atlas von jemandem mitgehen lasse, dann gebe ich dir den. So, und jetzt. Meister Pyrokar. Ich habe dir ja schon im Prinzip vor etlichen Folgen darüber unterrichtet, dass ich dieses verdammte Auge um meinen Hals hängen haben will. Wir wissen, die Drachen sind angerückt. Bla bla blubber blubber Fasel. Lange Geschichte. Kurze Schlussfolgerung. Herr mit dem verdammten Auge. Ich bin gekommen, das Auge Innos an mich zu nehmen.
Ich sehe, du hast eine Ermächtigung von Lord Hagen persönlich erhalten, das Auge Innos zu tragen. Ich fürchte, ich muss dich enttäuschen. Was? Wir sind einer heimtückischen List des Feindes zum Opfer gefallen. Das Auge Innos ist aus diesen heiligen Mauern gewaltsam entwendet worden. Das passiert. Verlass dich auf andere und du bist verlassen. Einmal kurz ins Miental, einmal kurz die Achjaken da, einmal die Dinge sich nicht selbst in die Hand nehmen, sondern sich auf andere verlassen. Und was passiert? Die lassen sich das Scheißding klauen. Egal. Wird wohl Zeit, dass ich die Sache selber in die Hand nehme und es zurückhole. Wer konnte so vermessen sein, Meister? Das Böse ist gerissen und wirkt meist im Verborgenen. Nur selten sieht man es ans Tageslicht kommen, um seine bösen Machenschaften zu verrichten. Wie Doch in diesen auch. Tagen ist das anders. Der Feind zeigt sich offen auf der Straße, in jedem Heim und auf jedem öffentlichen Platz. Das kann nur bedeuten, dass er keinen Gegner mehr fürchtet und vor nichts mehr zurückschrecken wird. Ein großer Fehler. Einer unserer treuesten Anhänger und Anwärter auf die hohe Robe der Feuermagier ist unerwartet und auf erschreckend bösartige Weise übergelaufen. Pedro, der Feind hat sich seiner bemächtigt und uns damit eine verheerende Niederlage zugefügt. Pedro hat sich gewaltsam Zugang zu unseren allerheiligsten Hallen verschafft und hat das Auge gestohlen. Ich fürchte, er war einfach zu lange alleine draußen vor den Toren und somit außerhalb der schützenden Klostermauern allen lauernden Gefahren ausgeliefert. Scheiße, Mann. Das heißt, Milton wird der Nächste sein nach der Logik, oder was geht ab? Wohin ist der Dieb geflohen? Pedro schlug einige der anderen Novizen nieder, die versuchten ihn aufzuhalten, und verschwand im Morgennebel. Viele Novizen sind ihm gefolgt, um das Auge unbeschadet wieder an seinen Platz zu bringen. Wenn du sie noch einholen willst, dann musst du dich beeilen, bevor Pedro für dich unerreichbar wird. Ach du Scheiße, Mann. Okay, das heißt, ich habe eine neue Aufgabe. Noch eine Kleinigkeit. Halte dich von den Wegschreinen fern. Uns ist zu Ohren gekommen, dass einige von ihnen geschändet worden sind. Niemand vermag zu sagen, was sie nun bewirken. Ich schon. Es ist nicht deine Aufgabe, dieses Problem zu lösen. Die Paladine werden sich der Sache annehmen. Ja. Nicht so schnell! Ich habe noch eine Aufgabe für dich. Oh Mann, und das wäre? Jetzt, da du der Gemeinschaft des Feuers angehörst, wirst du auch den Pflichten einer solchen nachkommen müssen. Die Kirche hat sich nicht nur um die Belange der Magie zu kümmern, sie ist auch letzte Instanz in der Rechtsprechung, wie du weißt. Der jüngste Fall, der uns vorgetragen wurde, ist ein bodenloser Schlund und muss aus der Welt geschaffen werden. Sag mir, worum es geht. Worum geht's? Es gibt jemanden in der Stadt, der gefälschte Anteile für die Erzminen der ehemaligen Sträflingskolonie verkauft. Diese Papiere sind völlig wertlos und haben auch keine Relevanz. Doch schüren sie unter den Leuten ein gewisses Streitpotenzial, das wir uns jetzt nicht leisten können. Der Betrüger soll an alle namhaften Händler in der Stadt und auf dem Land herangetreten sein. Und bei einigen scheint er seine gefälschten Minenanteile sogar verkauft zu haben. Was? Finde diesen Übeltäter und bringe ihn vor dieses Podium. In solchen schweren Zeiten dürfen wir keine Betrüger und Plünderer dulden. Richtig. Hier wird man ihm ein Exempel statuieren müssen, um den restlichen Pöbel abzuschrecken. Das heißt, hier wird mit harter Hand durchgegriffen. Das mache ich dann später. Aber jetzt heißt es erstmal Auge Innos jagen. Ich werde versuchen... wie ist denn das so hier? Sich übers Gesetz stellen oder was? Ist das nicht die Angelegenheit der Miliz? Der Nacken, ey, schaut mich an. Die Miliz ist allein für die Stadt verantwortlich. Diese Angelegenheit hat weitreichendere Konsequenzen. Na gut. Ich werde versuchen, die Sache zu klären. Vielleicht noch eine Anmerkung. Wenn du die Händler des Landes aufsuchst, dann lass sie nicht merken, dass du nach den Minenanteilen suchst. Ich denke, sie werden sie weiterverkaufen wollen und würden sie dir sicherlich nicht mehr anbieten, wenn sie merkten, dass du im Auftrag der Kirche mit ihnen handelst. Verstehe. Verstehst du? Ja. Dann mach dich an die Arbeit. Ich wünsche dir viel Erfolg, Bruder. Danke, Bruder. Das war richtig...
richtig hinterlistig hier soll ich schon mal vorgehen. Ist das etwa redlich, hä? Geht so ein Feuermagier vor? Na egal. Uta, dein Tipp, das habe ich, danke, ist gut gemeint, aber habe ich schon bemerkt, als ich das letzte Mal zu unserem Herrn Inneres beten wollte. Ich sag mal so, 1342 ist schon ziemlich spät. Ich habe keinen Bock, den Feind im dunklen Wald zu jagen. Und egal, wie weit der Feind gekommen sein mag, er kann doch nicht so weit gekommen sein, dass ich ihn nicht einholen könnte. Also schön bis zum nächsten Morgen durchknacken und dann die Verfolgung aufnehmen. Also wie war das? Lesen wir mal nach. Der Auge Inners. Ha, diese Questtexte sind so geil geschrieben. Klasse. Hätte ich mehr denken können. Ich bin zu spät gekommen. Die Hohlköpfe im Kloster haben sich das Auge von einem Novizen klauen lassen. Und ich kann den Verräter Pedro jetzt hinterherrennen und hoffen, dass er es noch nicht an irgendwen verkauft hat. Okay, das heißt, ab über den Fluss. Halt, wie war das? Er ist von der Brücke in Fluss reingesprungen. Oder? So war doch die Beschreibung. Ich weiß nicht mehr sicher, aber Milton, Mann, ich hoffe, du machst einen besseren Job. Weißt du, wo Pedro ist? Glaubst du, ich würde hier rumstehen, wenn ich wüsste, wo der Abtrünnige sich aufhält? Er muss für seine Taten bezahlen. Ich hoffe, es gelingt uns, das Auge zurückzuholen. Du musst uns helfen. Finde ihn und bring uns das Auge Innos zurück. Ich verrate mal ein Geheimnis. Ich habe eine ganz, ganz coole Rune. Da kann ich Steinwächter beschwören. Und damit werde ich ein Ding festmachen. So, jetzt brauche ich aber erstmal noch einen Crawler-Platten. Und dann habe ich ja im Prinzip auch noch 10 Lernpunkte. Ja? Vielleicht jetzt nochmal einen Gang zurückfahren und überlegen, was ich damit anstellen könnte. Wollen, also zumindest Mana steigern. Allgemeine Infos. Nee, das ist erfüllte Mission. Ich will allgemeine Infos. Die suchenden Tierver... Alter, wie viele Infos es gibt. Die Kreise der Magie. Inners. Lehrer. Die Runen. Nee. Okay, ich lese mal nochmal so ein Buch, was hier in der Bibliothek rumsteht, rum, bevor ich jetzt hier ewig nach der Info suche. Die am Ende da gar nicht vorhanden ist. Ist hier dritter Kreis. Der vierte Kreis. Na gut. Dann wollen wir hier unser Glück versuchen. Der sechste Kreis. Oh, da bin ich leider noch ein bisschen von entfernt. Vielleicht ist hier. Erster, zweiter. Was weiß ich. Ach, was weiß ich. Der zweite Kreis. Schon immer besser. Hier ist wahrscheinlich der erste. Lass ich mich raten. Ne, der dritte. Sehr gut. Mittlere Wunden halten. Kleiner Feuersturm. Dritten Kreis. Furcht ist ganz witzig, aber Skelett schaffen kann ich ja schon. Eisblock. Einzige, was ich... Nee, Alter, komm, ich lerne jetzt diesen verdammten Eisblock. Eisblock ist einfach geil. Überleg mal, ich kann Leute einfrieren, so viel ich will. So viel ich will. Ja? Und? So, und zwar Eisblock. Bei wem kann ich denn das lernen? Muss ich etwa zurück nach Jakenda, um das zu lernen? Enos, der braucht 10 Jahre für den Vortrag, da muss ich einfach skippen. So, jetzt hier, Merdok. Warum gibt dir der Orden Kleidung, wenn du sie nicht trägst? Sorry. Denk mal drüber nach. Okay, dann unterrichte du mich mal. Eisblock, sehr gut. 10 Lernpunkte ist eine Hausnummer. Kugelblitz klingt auch geil, aber Eisblock ist halt echt geil, weil ich Leute einfrieren kann. So, lerne ich. Blitz. Blitz oder Kugelblitz? Es gibt ein Blitzding, was mega mächtig ist. Ich weiß gar nicht mehr welches, aber möglicherweise das. Okay. So, jetzt muss ich aber wirklich die Verfolgung des Verräters aufnehmen. Halt, bin ich bescheuert. Ich habe doch die Rune noch nicht. Nur weil ich lerne, wie das geht, habe ich die noch nicht. Runensteine müsste ich eigentlich noch haben. Da habe ich ja in Jakenda ein paar abgesandt. So, da habe ich ja jetzt Zutaten. Runenkreis 3. Eisblock. Rune hergestellt. So lobe ich mir das. Sehr schön. Dann wollen wir das Ding mal anlegen. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Also hier. Nee. Da. Was brauche ich am wenigsten? Teleport zu Xalas brauche ich gerade nicht. Wieso? Ach, Teleport zum Feuermagier habe ich ja schon. Gut. Das heißt, Eisblock ist auf der 10 und Wächter auf der 6. Skelett.
Eigentlich ist Wächter erschaffen total witzlos. Es kostet genau gleich viel Mana wie Skelett. Nur, dass die... Möglicherweise machen die Viecher mehr Schaden. Schreibt mir mal, wenn ihr wisst, ob die... Ob die was mehr Schaden macht, ne? Schreibt mir mal bitte. Ein Skelett oder einen Wächter und wer mehr Resistenzen hat und was die sonst noch so vielleicht für Vor- und Nachteile haben. Ich wünsche dieser Stab einen Mana-Bonus. Ich wünsche es mir so sehr, von ganzem Herzen. Vielleicht wird es ja dann wahr. Ich glaube ganz fest dran. Okay, so jetzt war ich erstmal sauber von der Brücke. Einen Köpfler hinein. Ins kühle Nass. Oh, packe. Ja, Schwein gehabt. Zentimeter daneben und ich werde zerschellt. Auf den harten Felsen. Kann man eigentlich beim Schwimmen in die Ego-Perspektive gehen? Nein, leider nicht. Ah, schön. Ich genieße es hier zwischen den Seerosen durchzukraulen. Wozu außen rumrennen, wenn auch der Verräter diesen Weg benutzt hat? Klar, das Wasser ist jetzt durch seinen Gammelumhang ein bisschen verschmutzt worden, das muss ich zugeben. Aber abgesehen davon juckt mich nicht. Ja, jetzt habe ich schon wieder die Rüstung nicht gewechselt. Ich finde es geil, so ein Inkognito-Magier zu sein. Typ, der aussieht wie ein Krieger, von dem gar niemand vermutet, dass der Kerl auch magische Fähigkeiten hat. Ne? Huhu. So, hier kommen wir wieder zu der Stelle, die man erst jetzt dank der Mods erklimmen kann. Ja, hier kommt man erst hoch seit diesen Mods. Das habt ihr mir in den Kommentaren nochmal bestätigt und ich habe auch selbst schon vorher richtig diese Vermutung aufgestellt, weil ich noch ganz sicher wusste, dass es immer mega der Akt war, da hochzukommen. Ich habe gerade ganz, ganz sanft von rechts ein leises Hacken gehört, welches auf Skavenger-Schnabel, die sich in den ungemähten Rasen bohren, deutet. Okay, dann wollen wir mal einen Wächter erschaffen. Schau mal! So, sehr gut. Der wird sich um die Jungs kümmern. Ich hingegen gehe mal nochmal mit dem Feuerball ein bisschen auf die Suche. So, da ist Blutfliege. Dort ist ein Schrein. Den würde ich liebend gern. Also es gibt natürlich, das ist klar, es gibt... Schade. Es gibt jede... Ach, nö. Es gibt jede Menge... Baum. Es gibt jede Menge Viecher hier jetzt in den Wäldern, die es noch zu erledigen gilt. Das ist klar wie Kloßbrühe. Aber eins nach dem anderen. Jetzt will ich erstmal Augeinos jagen. So Nebenquests und Wälder, die ich kenne und so, das kommt dann bald. Boah, wie das alles wackelt hier, wenn der rumläuft. Das ist halt schon das Geile an den Viechern, ne? Geil und nervig zugleich. So, wo waren jetzt die Skavenger? Ich will natürlich die Keulen abziehen, das versteht sich ja von selbst. Ist er noch, als ich den Wächter beschworen habe und der mich selbst umgeklatscht hat. Und ich durch meine Erfahrung Level auf... Aber ich war ein bisschen enttäuscht. Ich gebe nur 200 oder 300 Erfahrungen oder so. Das hat mich ein bisschen... Boah, hat der Vogel gerade... So, da stürzt er sich zusammen. Gut. Zwei und wo ist der dritte? Hier. Okay. Um auch von Nicht-Magiern ernst genommen werden zu können. Guck mal, wie ich am Anfang aussah. Ohne Rüssel. Wobei, ich finde es cool. Ich finde von Anfang bis Ende eigentlich alle Outfits, die man so in Gothic haben kann, sehen echt cool aus. Ich fühle mich auch als Typ ohne Rüstung. Oh, Backe! Aha, jetzt kann ich hier gleich meine neu erworbenen Fähigkeiten zum Einsatz bringen. Hier auf der 10, genau. Und, haha, sehr schön. So, und jetzt mal ganz schnell hinterher. Ein Wächter. So, mach ihn fertig. Sehr gut. Ja, wie wär's mal mit... Ja, da hinten ist schon Landstreicher, wie wir sehen. Aber den ignoriere ich jetzt erstmal noch. Ja, klar, ey. Egal, zu zweit werden wir den wohl schaffen. Es sei denn, er greift wieder zu fiesen Flächenzaubern. So, das ist... Steinwächter nimmt halt wirklich durch den Feuerball gar keinen Schaden. Das heißt, gerade gegen Suchende ist er eigentlich besser, weil ein Skelett sich von Feuerbällen... Ja, schon irgendwie fertig machen lässt. Ne? So, sehr schön. So ein Gletscherquarz kann ich dem Meister Karas vielleicht geben. So, ich muss nur aufpassen, dass der Wächter den Dingens nicht angreift, den Landstreicher. Wow, richtig Geizkragen wäre auch gewesen, wenn ich jetzt einfach einen Zauberstab angezogen hätte. Für diesen Heilungszauber hätte ich nämlich gar keinen Trank gebraucht.
So wie ich jetzt ganz schnell einen Zauberstab wieder anlege. Sehr schön. Mana Bonus von 20 ist halt auch echt eine krasse Hausnummer. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Mana Bonus 20, benötigtes Mana 25. So, stürzt. Sehr gut. Aha, dann wollen wir mal schauen, ob der Typ da vorne mir auf meiner Suche hilfreich zur Seite stehen kann. Was soll das werden? Kann. Was meinst du? Du bist jetzt schon der Zweite, der hier vorbei hastet, als hätten ihn die Blutfliegen gestochen. Was soll das werden? Das ist eine ziemlich coole Begrüßung. Wer war der andere? Wer war der andere? Er sah aus wie einer dieser durchgeistigten Novizen aus dem Kloster da hinten. Du kannst mir erzählen, was du willst, aber irgendwie sind die Burschen nicht ganz richtig in der Birne. Guck dir doch alleine mal ihre albernen Klamotten an. Damit würde ich mich nicht einmal bei Nacht auf die Straße trauen. Geil, dass ich eine andere Rüstung anhab. Passt das eigentlich nur, weil der Typ... Sagt er das nur, weil ich eine andere anhab? Ey, übrigens. Sehr vorsichtig, was du sagst. Ich war auch einmal Novize im Kloster. Du armes Schwein. Jetzt wird mir allerdings einiges klar. Ey. Nichts für ungut. Geh ruhig weiter. Reisende Leute soll man nicht aufhalten. Erstmal. Wo ist der andere hin? Er ist wie der Blitz den Weg da oben raufgerannt. Ich wusste gar nicht mal, dass man mit dem eine Prügelei starten kann. Will ich eigentlich gar nicht, aber ich will mal probieren, was passiert. Dir sollte jemand Manieren beibringen. Jetzt sei doch nicht gleich beleidigt. Aber gut, wenn du dich unbedingt prügeln willst, dann zeig mal, was du drauf hast, Novize. Jetzt geht's zur Sache. Ich hab auf jeden Fall drauf, dich einzufrieren, das ist schon mal klar. So, schwingen. Da ist das geil. Also ich genieße es richtig, Eisblock als Rune zu haben, muss ich schon sagen. Ich weiß nur nicht... Gut, ich dachte schon, der wäre tot, wenn ich den Eisblock kill. Das war meine Befürchtung. Aber zum Glück nicht. Wäre durch den Magieschaden gestorben, dann glaube ich schon. Denn so ein bisschen Schaden zieht's ja auch die ganze Zeit, wenn die Typen eingefroren sind. Erhebe dich, Landstreicher. Rise and shine. War nur ein Spaß. Eine kleine Auseinandersetzung zwischen Männern. Kommt schon mal vor, ne? Oh, mein Schädel. Tja, hätt's mir halt nicht so frech provozieren sollen. Was suchst du hier? Für so einen Schnösel stellst du verdammt viele Fragen. Problem damit. Sag mir, durch welche Goblin-Höhle wir beide zusammen gekrochen sind und ich erzähl dir meine Geheimnisse. Andernfalls kümmere dich um deine Angelegenheiten. Ja, cooler Typ so. Nur weil er aufs Maul bekommen hat, kriecht er jetzt nicht rum. Und dafür habe ich Respekt vor ihm. Ne? Das ist nämlich die Sache. Je mehr du dich respektierst, desto mehr respektieren andere dich. Und wenn du dann so deinen eigenen Respekt runterschluckst und sagst, oh Herr, hab Erbarm, ich tue alles, was du willst. Und dann, vor so jemand hätte ich viel mehr Verachtung als vor jemanden, der dann immer noch seinen Stolz bewahrt, so wie er hier. So gehört sich das. Guter Ratgeber fürs echte Leben. Ihr sollt nicht ein arroganz Arschloch sein, aber ihr sollt nicht einfach euren Stolz untermauern. Ne, untermauern ist ja verstärken, aber ihr solltet nicht euren Stolz einfach unter den Scheffel stellen. Ne, Mann. So, bestimmt laut hier gleich. Da ist er schon, der nächste Suchende. So, mein Freund, ich würde mal sagen, deine Suche hat ein Ende. Diesmal habe ich Bock, wieder eine Wächterarmee zu beschwören. Klar, ey. Kann mich da verarschen. Eine Wächterarmee zu beschwören, habe ich Bock diesmal wieder. So, der erste. Und dann setze ich gleich den nächsten in die Welt. Ach, jetzt habe ich aus den 6 gedrückt, wenn ich auf dem Trank war. Und dadurch habe ich... Okay. So, ich hoffe, der hält den im Schach. So, der ballert zwar schon ein paar Feuerbälle, aber die machen ja zum Glück den Typen keinen Schaden. So, wollen wir noch einen dritten beschwören? Also, wenn es nach mir geht, dann ja. Und da das hier mein Let's Play ist, geht es ja auch nach mir. Also, klare Antwort, ja. So, da müssen wir aber aufpassen, dass der Bursche nicht einen Abhang runtergeht. Der tut mir schon fast leid, der weiß schon gar nicht mehr, was er machen soll. Nicht, dass der zu einem Unwetter greift, da muss man ein bisschen Acht geben.
Dann mische ich mich mal lieber in den Kampf ein. So, zack, zack, zack. Hier wird es dann nach seinem Ableben möglicherweise auch gleich die Klippe runterhauen. Oh, ist das laut. Ich habe ein eigenes Wort nicht. So, sehr schön. Ja. 5 Minuten. So, sehr schön. Ich habe ein bisschen Kohle und Kohle dabei. Sehr schön. Ich muss hier nur kurz meine Bereitschaft zum gemeinschaftlichen Essen dazu zu stoßen, zum Ausdruck bringen. So, Wächter schon. Nee, jetzt wollen wir erstmal gegen die Skavenger, die hier unterwegs sind, den Feuerball anrücken, der sich auf der Nummer 9 eingenistet hat. So, der nächste hackt hier munter aufs Dickicht ein. Alter. Du hast es tatsächlich über die Brücke geschafft, ohne runterzufallen. Nicht schlecht! So, aber bisher sehe ich von den Bemühungen des Klosters, Schergen hinterher zu schicken, nicht so viel, wollte ich gerade sagen. Stimmt aber nicht. Hier liegt Ulf, der Arme. Der wurde auf die Suche geschickt. Alter Schlüssel. Eine alter eiserner Schlüssel. Er könnte zu einem Vorhängeschloss gehören. Und eine Bohrwasserflasche, ja. War Ulf nicht auch einer der Mitbewerber hier bei der Feuermagierprüfung? Ich weiß gar nicht mehr genau, aber auf jeden Fall liegt er jetzt hier, weil Pedro ihn scheinbar umgeklatscht hat, was natürlich sehr schade ist. Ja? Aber er hätte es so gewollt, dass er einen Schlüssel an mich nehmen und, oh wei, dort drüben liegt schon bereits der nächste Bruder mit dem Gesicht im Dreck. Toto Novize. Oh, lecker Äpfelchen, da freue ich mich dann natürlich auch immer sehr über einen Stärkebonus. Wie gern würde ich jetzt niederknien vor der Statue des Herrn Inners und zu ihm beten, aber leider haben die Bastarde das Ding verflucht, sodass mir das nicht gewährt wird. Was ich aber noch sagen kann, wer als Paladin spielt, der kennt das ja. Als Paladin wird man dann damit beauftragt, die Schreine zu reinigen. Also das, was Uta gesagt hat, die Paladine werden sich mit diesem Problem befassen. Das, was er gerade gesagt hat, das macht man dann, wenn man als Paladin spielt selbst. Und das ist halt das Coole, dass man aus verschiedenen Perspektiven das dann mal sehen kann und dass es jedes Mal immer auch Sinn macht und dann man quasi schon so eine kleine Teaser darauf bekommt, wie es wäre, mit einer anderen Gilde zu spielen. Und so, da ich selbst kein Paladin bin, sind es halt andere Paladine, die es dann erledigen. Umgekehrt, da ich kein, wäre ich Paladin und kein Feuermagier, dann würden andere Feuermagier sich um diese Almanache der Besessenen kümmern und so weiter, versteht ihr? So, hier ist erstmal tote Hose, wie es ausschaut. Oh, ja, hier sticht natürlich dann Rot-Grün-Kontrast des Wams dieses Erledigten unverkennbar hervor. Hier ist auch eine meiner Lieblingsgegner in Gothic 2, das ist ein richtig schön abgelegenes Kleinod. Oh, hier habe ich scheinbar vor etlicher Zeit vergessen, einen Skavenger und auch ein Feuerkraut zu looten und eine Heilpflanze noch dazu. Umso lohnenswerter hier nochmal ein bisschen mehr abseits der Wege mein Wesen zu treiben. Ich will nicht davon sprechen, dass ich mein Unwesen treibe. Die einzigen, die Unwesen treiben, sind Verräter wie Pedro, die ihre eigenen Brüder niederklatschen und hier einfach auf dem Weg liegen lassen. Was soll das? So, ich will mal schauen, ob, ich glaube, Grimbal, dieser da drüben, der Jäger, ob der auch noch was zu verlauten lassen hat in puncto Novizen, die hier entlang gekommen sind. Grimbald, ja. Habe ich das gerade gesagt oder habe ich Grimbald gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was ich gesagt habe. Weil ich sehe das dann live, wenn ihr das jetzt schreibt, ich... Übertragung. Fragt nicht, was von übertragen. Ich spür's. So, jetzt ganz wichtig. Hast du einen Novizen hier vorbeikommen sehen? Hier sind eine Menge merkwürdiger Gestalten vorbeigekommen heute. So auch die beiden Geigen da oben bei dem Felsbogen. Was für Geigen? Vorhin war auch noch ein Novize der Feuermagier bei ihnen. Bei ihnen? Das ist schon mal kein gutes Zeichen. Das heißt, Pedro hat einen Deal rausgeschlagen mit den beiden Geigen da oben. Sondern da stehen sie, das sind Landstreicher. Und was diese Geigen wollen, das sehen wir am nächsten Mal. Die sehen mir eher feindselig aus. Ja? Also bis dann wünsche ich euch alles Gute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen.
Und wenn es euch gefallen hat, dann gebt gerne einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann trotzdem. Ciao.